Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich mache hier weiter an meinem Fragen des Lebens Buch von meiner Oma. Bonnie hilft mir heute tatkräftig, indem sie einfach hier rumliegt, fusselt und schnurrt. Du wolltest auch mal hier ein YouTube-Star werden, genau. Ich muss jetzt aufpassen, dass wenn ich diesen ganzen Kram verarbeite, dass ich nicht meine Katze in deine klebe, ne? Ja, also ich freue mich über Abonnenten, Kommentare, Likes und Co. Wie üblich, ne? Den Text kennt ihr ja. Was habe ich euch denn heute mitgebracht? Heute ist der dritte Teil von der Videoserie dran. Und hier habe ich ja nochmal Elemente zusammengesucht, die denn ins Journal eingesteckt werden oder dran geklebt oder wie auch immer. Ich habe mir kleine und mittlere Fragen hier geschnappt. Im ersten Video habe ich ja erzählt, was ich, also wie ich die mal ein bisschen sortiert habe und so. Und ich habe jetzt hier verschiedene Sachen. Zum Beispiel kleine Vokabeltrainer, Karteikarten und Edith Holden Papier. Und möchte das dann einfach so zusammenpacken. Mein Stuhl knackt immer noch. Davon habe ich hier erstmal 5 Stück zusammengesammelt. Dann habe ich meine Tags, die habe ich euch auch schon gezeigt, geschnappt. Ich werde auch hier Edith Holden Papier draufpacken mit der Frage auf der einen Seite. Der Tagger hat auf der anderen Seite ja auch schon Linien. Davon habe ich 3 verschiedene. Dann habe ich mir hier den Mini-Umschlag geschnappt mit einem Mini-Papier. Und das ist ja beidseitig. Ja, das heißt, ich werde hier die Frage auf die eine Seite packen und die Möglichkeit, darunter zu schreiben oder aber auch auf der Rückseite. Ja, muss natürlich hier so schräg sein, dass es hier auch reinpasst. Könnte spannend werden. Genau, das ist der nächste Part. Hier habe ich einen weiteren Umschlag geschnappt. Eine Liebesmarke nennt man das, mindestens mal hier in Norddeutschland. Und die Frage mit einem Zettelchen. Das Zettelchen hat auf der Rückseite schon Linien. Das heißt, ich werde die Frage mit der Deko auf der einen Seite platzieren. Das Ganze sollte in diesen Umschlag kommen. Die Umschläge wiederum werde ich an die Seitenränder packen. Das werdet ihr dann auch noch sehen. So, das werde ich jetzt machen. Ja, Bonnie, du willst mir helfen. Das ist großartig. Ich freue mich. Pfötchenhilfe ist gut. Es könnte nur sein, mein kleiner Hase, dass deine Pfötchen dann festkleben. Ja, ich werde jetzt hier einfach anfangen zu kleben und zu schnipseln. Ihr kriegt ein bisschen Musik und seht das Ganze dann im Zeitraffer, weil ich glaube, ich werde ja auch ein paar Minuten dafür brauchen. Dementsprechend werde ich mich zum Schluss nochmal mit Sprache melden und zwischendurch genießt die Show und das, was jetzt vielleicht passieren mag. Have fun!
ich wieder auch mit Text. Ich habe jetzt hier ein bisschen was fertig geschafft. Und zwar haben wir jetzt hier tatsächlich wieder 10 Fragen untergebracht. Das Papier hier auf den kleinen Karteikarten ist noch ein bisschen wellig. Das ist aber halb so wild. Das werde ich hier nachher einmal durch die Mangel drehen, wenn das komplett trocken ist. Und dann ist das auch wieder glatt. So, also 10 Fragen wieder untergebracht. Die werde ich jetzt parken. Die werdet ihr wiederfinden, wiedersehen, sobald wir anfangen, das Journal dann ja, zu füllen, zu dekorieren. So, nun bleibt mir nur noch, mich für diesen dritten Teil zu verabschieden. Ich bedanke mich dafür, dass du dazu geschaut hast. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass du dir auch die nächsten angucken magst. Es werden nämlich noch ein paar Folgen. Ja, ich wünsche dir eine schöne Bastelzeit. Wie gesagt, freue mich über Kommentare, Likes, Abonnenten und Co. Und ich sage jetzt mal, bis demnächst in diesem Kino. Ciao.